Hey Leute, mein Name ist Fritz Meinecke und ich bin Abenteurer aus Leidenschaft. Und in dieser Serie nehme ich euch mit auf spektakuläre Expeditionen weltweit. Hallo, ich bin's Fritz und der Sponsor der heutigen Folge ist mal wieder, richtig, der BW Online Shop. Der supportet mich seit vielen, vielen Jahren und unterstützt mich natürlich auch mit Ausrüstung auf meinen ganzen Abenteuern. Es gibt jetzt ganz neu die Facing the Unknown Landing Page. Da habt ihr nochmal einen schönen Überblick über die ganzen verschiedenen Destinationen, was ich da so gemacht habe und natürlich auch passend dazu ist dann immer die Ausrüstung verlinkt, beziehungsweise findet ihr generell zu der Thematik passende Ausrüstung. Es gibt wieder eine schöne Rabattaktion. Mit dem Code FRITZ10 spart ihr 10% aufs komplette Sortiment. Aber ganz wichtig, der ist nur gültig für die nächsten 2 Wochen. Also am besten jetzt direkt loslegen und ein bisschen shoppen gehen. Alle wichtigen Infos und Links gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, ich bin's Fritz. Willkommen in Südafrika. Mali ist mit dabei. Im Hintergrund seht ihr schon einen Helikopter. Da geht's gleich rein. Und wir werden 5 Tage lang unterwegs sein und die Big Five suchen. Let's go! Wir nutzen gerade den Helikopterflug, um uns über einen Überblick zu verschaffen über das komplette Gelände. Wir haben das Thema gesehen, wir haben die Luft gesehen. Und ja. Nice, Alter! Gutes Wasserlöcher, gute, vielleicht markante Punkte, Felsen, was gibt es für Perspektiven zu sehen? Es wird spannend, es wird schwierig, es wird herausfordernd. Ich freue mich drauf. Es wird einfach nur geil. Wir befinden uns nun im Selati-Wildreservat. Weite Teile des 33.000 Hektar großen Gebiets sind für Touristen gesperrt. Auf uns wartet auch schon Graham und sein Begleiter Yaku. Er wird die nächsten Tage wie unser Schatten sein und uns stets Sicherheit gewährleisten, denn das Risiko, von einem Wildtier angegriffen zu werden, ist nicht gerade gering. Wir sind da, wir sind ein bisschen wobbly im Kopf gerade, bisschen benommen. Auf jeden Fall, Graham hat uns schon empfangen. Wir haben ein Auto, wir kriegen jetzt hoffentlich gleich ein paar Informationen, eine Karte. Und dann geht's los. Heißt es jetzt Big Five finden auf eigene Faust. Unsere Mission startet genau jetzt. Bevor wir mit dem Heli losgeflogen sind, bekamen wir ein mehrtägiges Training im Spurenlesen. Wir hatten unsere ersten Wildtierbegegnungen und waren absolut überwältigt von dieser Artenvielfalt. Während des Trainings wurde auch unser Loadout gecheckt und unser Ranger-Ausbilder Norman wollte sehen, ob wir wirklich alles Nötige für unsere Mission dabei haben. Gentlemen, you guys will be heading out on a wilderness trail. Before we do that, I would like to check if we have like all the necessary equipment that you need. Yes. It's a check-up. Yeah. So, we start with the tent, we start with the sleeping bag, then we have some new slippers, so like cloth.
And I have also snake protecting. There are some bars to eat. You mean energy bar? Yeah, energy bars. Yeah. This is my night vision. So you can film and do photos in the night. Oh, nice. Here's all the food. Batteries for the headlamp and for the GPS. There's a spoon for cooking. Something for the sun. Something for the mosquitoes. And you also have a knife. Yeah, a knife and a fire steel. Yeah, this is perfect. Und dann kam Martin mit seinem, naja, etwas spezielleren Equipment an die Reihe. One of these really, really, really important things is this one. You don't need this. Yes, I need. When I hear the lion, I don't hear the lion. I begin at the top. Hand gloves, sunglasses. Really, really important. It's coffee. Okay. Yeah. Paracord. Yeah, a little paracord. What are you gonna be doing with this? A LED system. Mm. We drink beer. We take a line. Mm. So then we tip the empty beer cans on it, and if it comes a lion. Kling, 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 you know, it's an alert system for me. Yeah, why are you laughing? I'm prepared. But the funniest thing... It's not gonna happen. It's gonna happen. You don't need that. Do you know what that is? No, I don't know. You hold it. It's a blower. For my isolation mate, not Thermarest. Mach mal an. So, pass auf. You can also do it for comfortable... You're not gonna need this, I doubt. Now, this is a glamorous camping. Feel that. Feel that. Yeah, it's good for my neck and my back. Nice. Feel it. Very good. Yes. Sleep is very important. My small saw. We cut trees for the fire. Sorry. It's okay. Let's make it very easier. I don't think you're gonna need this. Eh? If you sleep with this next year, the lion won't come next year. Okay. So I'm very happy with, like, you know, all this thing that they have brought here. They are good to go out on the 5-day wilderness trail. Although that I feel like, you know, some of the stuff, you know, and they are not gonna be like very handy. Klar, es ist natürlich auch irgendwo lustig, aber warum nicht die Säge mitnehmen, wenn man den Platz hat? Ihr vergesst immer die Löwen. Wenn die Löwen da irgendwo hocken, brauchen wir ein Feuer so groß, dass man nach Stockholm sieht. Und das werde ich tun, damit ich mich diese Löwen von der Pelle halte. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will dann Feuer und dann mache ich auch die ganze Nacht durch. Immer Feuer an. Don't work hard, be smart. Nun beginnt die Suche nach den Big Five im Selati-Reservat. Weil es uns aber unmöglich ist, die 33.000 Hektar große Fläche zu Fuß zu durchqueren, haben wir einen Geländewagen und Kartenmaterial dabei. Um die Tiere dann schlussendlich zu finden, werden wir versuchen, den Spuren zu Fuß zu folgen. I'll stay behind. The only time that I will interfere is if I can see that okay, they're going to walk into a situation where there's a chance they're going to get into big trouble. I like these guys. I'd rather keep them alive. In diesem Gebiet sind auch Wissenschaftler und Anti-Wilderer-Einheiten unterwegs, die bei Tiersichtungen die Koordinaten routinemäßig an eine Zentrale weiterleiten. Um wenigstens eine grobe Richtung zu haben, können wir auf diese Daten zugreifen. Mittlerweile sind wir schon ziemlich lange unterwegs und in Südafrika geht die Sonne bereits um 18 Uhr unter. Bei absoluter Finsternis in den Busch zu gehen, vervielfacht das Risiko enorm. Daher ist es Zeit, unseren ersten Lagerplatz aufzuschlagen. So, da sind wir, ha? Nice. Geil. Okay, Zelte raus, Feuer an. Morgen will ich nicht nur den ersten Haken setzen, sondern am liebsten so viel wie möglich sind. Natürlich, wir sind alle hier, um irgendwie Tiere zu sehen, zu finden. Also es ist zwar schön, hier umher zu laufen, zu fahren und zu gucken, aber wir wollen natürlich hier irgendwie an unserer Mission arbeiten. Die erste Übernachtung, schwierig. Also sobald die Sonne untergegangen ist, ist hier alles schwarz. Also du siehst nichts mehr. Weil, natürlich wissen wir, Big Five, großes Gelände, viele wilde Tiere, potenziell gefährlich, Fleischfresser. Ja, ich sag mal so, es kommt der ein oder andere Moment, wo man dann auch denkt so, ich schlafe jetzt mal schnell ein. Und hoffentlich wache ich auf, wenn es wieder hell ist. So, Freunde, ich liege im Zelt. Wir haben gegessen.
Es ist super heiß. Wir haben gerade noch so ein, zwei Stündchen am Lagerfeuer verbracht, ein bisschen gequatscht, den Abend ausklingen lassen. Ihr hört es draußen, die Insekten sind laut. Wir haben ein paar Hyänen vorhin gehört in der Entfernung. War ganz spannend und ja, wir versuchen jetzt ein bisschen zu schlafen. Aber ich bin klitschnass, es ist so heiß. Gute Nacht. Fünf Uhr morgens. Einen von fünf Tagen haben wir bereits durch die Anreise verloren. Aber da wartet bereits schon das nächste Problem auf uns. Guten Morgen. Ich würde mal sagen, wir haben einen saftigen Platten. Vermutlich ist ein kleines, feines Loch drin, was dann wirklich halt über, keine Ahnung, 10 Stunden den Reifen platt macht. Super. Zum Glück ist unser Fahrzeug mit einem Kompressor und Dichtungsmittel ausgestattet. Oh, ist die schwer, Alter, Budi. Hat die eine, erstmal Stab rein, wa? Also erst schwarz, dann rot. Und rein. Das ist alle. Jo, das war's. Ja, okay, wo wir ausmachen. Gut. Was? Gut zu lassen, ja. So, wir müssen jetzt fahren, damit sich das hier innen drin jetzt verteilen kann. Genau. Okay, let's go. Bis jetzt haben wir immer noch keinen einzigen der Big Five gefunden. Die Zeit rennt, denn für die 5 Sichtungen bleiben uns nicht mal mehr 4 ganze Tage. Also das Gebiet, in dem wir unterwegs sind, ist riesig. Also das sind alles weite Flächen. Wir fahren hier wirklich teilweise stundenlang irgendwie umher. Informationen aus der Zentrale sind auch eher unpräziser. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als während der Fahrt nach frischen Spuren zu suchen. Wir sind in unserem normalen Modus gewesen. Wir wussten, okay, Freifläche anfahren, Wasserloch. Und dann auf einmal dieser, ich will es mal sagen, wie so ein Felsbrocken, der sich bewegt hat. Einfach so, der da aus dem Busch rauskam. Jungs, das ist einer von den Big Five. Buffalo. Buffalo. Komm mal, gib dir das, komm mal. Das ist der Big Five. Buffalo, 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 Buffalo. Fritz hat sogar einmal kurz aufgeschrien. Ja, ich hab den Buffalo an! Schrei nicht so, schrei nicht. Buffalo! Ich hab ihn voll drauf. Nice. Alter, da kommt einfach aus dem Nichts Buffalo. Buffalo, Buffalo. Nur den Büffel zu sehen, reicht aber nicht für unsere Challenge. Beweisfotos sind ein wichtiger Teil der Mission. Wir haben jetzt den einen Buffalo gerade gesehen aus dem Auto, als wir um die Ecke kamen. Ich habe schnell ein paar Safety-Shots gemacht, aber ich sag mal so, so richtig happy mit dem Foto bin ich natürlich nicht. Von daher gucken wir jetzt hin einfach mal, ob wir die Tracks finden. Es ist auf jeden Fall ein Einzeltier und nicht die Herde. Der Kaffernbüffel gilt als das gefährlichste Tier der Big Five. Mit bis zu 900 Kilogramm Gewicht und einer Geschwindigkeit von 55 Kilometern pro Stunde ist er nicht zu unterschätzen. Denn jedes Jahr fallen ihm über 200 Menschen zum Opfer. Kaffernbüffel sind Herdentiere. In der Gruppe fühlen sie sich sicher und sind entspannter. Trotzdem gelten sie als unberechenbar und können jederzeit angreifen. Am gefährlichsten sind die Einzelgänger. Ältere, aggressive Bullen, die von der Herde ausgeschlossen wurden. Das ist eine realistische Chance. Und jetzt rufe ich mal gucken, ob wir den Track finden. Ich konnte aber auf der Entfernung nicht genau erkennen, wo er rein ist. Ich weiß nur, er ist da rein. Jetzt machen wir genau das, was wir gelernt haben. Wir versuchen es quasi in der Praxis anzuwenden. Das ist jetzt gerade der Plan. Deshalb, klar, Kribbeln ist dabei. Wir wissen, er war gerade vor einer Minute noch hier. Und jetzt heißt es, die Spur wieder aufnehmen und gucken, wo er rein ist. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, tatsächlich. Hier ist wieder was. Ja, hier auch. Da. Hier ist drauf. Hier ist noch nass. Ja, ist noch nass. Geil, das ist noch richtig. Das kannst du noch abwischen. Aber das ist die... Hier, guck mal, hier ist ein ganz großer. Ja, und da siehst du ihn auch wieder. Hier haben wir es. Hier haben wir. Das hier ist der Abdruck. Ja. Das ist hinten vom Bein ab.
Der ist hier rein, Schlamm hinten vom Bein runter getropft. Hier, 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 da. Es kann sein, dass er da hinten rein ist. They are going in there because of shit. Wolltest du? Ey, wir haben dich aufgeklärt. Bist du dem? Guck mal, wo wir nicht mehr weiter dürfen. Ist too dangerous? Ja. Yeah. This animal never in a good mood. They don't like company. They're kind of old men. They've been kicked out of the herd. They've lost all their women. Wouldn't you be grumpy? Also, wir haben uns nochmal aufgerappelt, sind nochmal zurück, immer wieder, haben die Spur verfolgt und haben sie tatsächlich jetzt bis zu dem Punkt verfolgen können, an dem Graham sagt, es ist zu gefährlich. Weil jetzt wird es hier richtig dicht und der kann halt direkt hinter jedem Busch liegen. Also, das war für mich tatsächlich einer der stolzesten Momente. Wir haben die Spur, also den Track, wiedergefunden und konnten exakt nachvollziehen, wo dieses riesige Tier lang ist. Wir haben das Foto, wir haben die Spur getrackt und das war für mich trotzdem Erfolg. Nummer 1 ist nun abgehakt, aber morgen sollten wir wirklich mehr als einen der Big Five finden, sonst wird es eng für unsere Mission. Jetzt erstmal Kaffee. Ist übrigens die zweite Regel im Busch. Nicht rennen und morgens immer 15 Kaffee. Ja, also wir haben jetzt verschiedene Taktiken ja ausprobiert und wir machen im Endeffekt so weiter, weil anscheinend hat ja irgendwie was funktioniert. Klar, wir probieren auch einfach vom Bauchgefühl immer mal wieder Sachen aus, aber Freiflächen ist ein Ding, Erhebungen ist nicht schlecht, weil das Problem ist, selbst wenn wir im Dickicht Tiere sehen und finden, wir kriegen die halt nicht fotografiert, wir kriegen nicht beobachtet, wir kommen nicht wirklich hinterher. Deswegen waren bisher die besten Situationen auf Freiflächen. Um in diesem riesigen Reservat die Tiere zu finden, versuchen wir weitere Freiflächen auf der Karte zu identifizieren. Doch wir bekommen unerwarteten Besuch einer Anti-Wilderer-Einheit. Hi. Hi, Freund. Hi, Martin. Daniel. Hi. You are the project? Yeah, yeah. We work for project. Okay. Ah, okay. On a mission right now? Well, we are investigating a gunshot, which was an unconfirmed gunshot. You hear a gunshot? No, it was actually reported in last night. What we were doing, we were there trying to confirm whether something has been shot. Hi. And that's why we were sweeping here now. Because we're actually just looking to make sure that no rhino has been poached or anything like that. Yeah. There's always a chance that people are going to try and take a chance because there's money involved. So. You've got to be, like, I've got a lot of backup here. I've got another group of guys that can come in with a dog. And then I've got my foot patrols here. In den letzten 15 Jahren ist die Nashornwilderei stark angestiegen. In Teilen Asiens wird dem pulverisierten Horn eine heilende und potenzsteigernde Wirkung zugesprochen. Wissenschaftlich ist das natürlich Bullshit. Trotzdem erzielt das Pulver dort Höchstpreise. Die Wildhüter führen einen echten Krieg für das Überleben der Nashörner. Also erstmal finde ich großen Respekt an die, weil die ja, ja unterwegs sind und quasi sich darum kümmern und ja auch ein Stück weit ihr Leben dafür riskieren. Exakt, ja. Das ist krass. Schlimm, dass man sowas überhaupt braucht. Aber schon spannend zu sehen, wie die auf einmal langkamen. So, die Situation hat sich ja gerade irgendwie aus dem Nichts ergeben. Um die Nashörner zu schützen, werden weder die Anzahl der Tiere im Reservat noch irgendwelche Informationen zu ihren bevorzugten Aufenthaltsorten veröffentlicht. Sie zu finden ist deshalb reine Glückssache. Der Baum ist komplett voll mit Modder. Ah krass, guck mal, hier ist richtig Schlamm drin. Ja.
Wir kommen an, wir sehen den Baum. Solche Bäume haben wir sehr, sehr oft gesehen. Sind angehalten und guckt, ob die Spuren frisch sind, ne, weil die Tiere sich dran reiben. Fast schon so ein Routine-Check, den wir auf dem Weg zigmal gemacht haben. Wir gucken jetzt halt mal, was wir überhaupt sehen, was frisch sein könnte. Das ist wieder irgendwie eine Mischung aus allem. Wir suchen hier einen Rhino. Und naja, wir machen das. Martin umkreist so ein bisschen. Ich guck vorne nach Spuren. Und guck so um das Auto und denk so, oh, holy crap. Oh mein Gott. Am Ende noch eine kleine Empfehlung, und zwar der BW Online Shop hat ja selbst auch einen aktiven YouTube-Kanal. Dort findet ihr verschiedene Ausrüstungstests, Tipps, Overnighter und vieles, vieles mehr. Und dort läuft gerade für Stefan eine kleine Challenge. Und zwar soll er bis zum 20.03. die 50.000 Abonnenten erreichen. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Und wenn das geschafft ist, wird er auf ein Abenteuer, auf eine Reise geschickt. Und jetzt kommt's, die ihr als Community da draußen entscheidet. Checkt das Ganze unbedingt mal ab. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Guckt ansonsten gerne auch mal generell über den Kanal von BW Online Shop rüber. Wie gesagt, viele coole Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Teil von Afrika mit Marin in genau einer Woche.